Das Schwimmbad des Theodor-Fiedler-Gymnasiums in Düsseldorf ist renoviert. Am augenfälligsten ist die neue Rückwand. Die haben wir ganz bewusst aus verschiedenen Fliesen gestaltet. Das sind Fliesen, die haben entweder einen Halbrund oder eben auf Zweieck einen Viertelkreis. Und die haben wir so zusammengelegt, dass diese Welle entsteht und damit so diese ganze Halle so etwas Spielerisches bekommt, was wir ganz bewusst für die Schüler und Schülerinnen haben wollten, weil das Schwimmen soll ja auch in erster Linie Spaß machen. Früher war es hier alles grau und wurde von den Schülern auch einfach so wahrgenommen als so ein bisschen, ja, oll und nicht attraktiv. Schön war es, als wir hier noch im Bau waren, da konnte man oben immer reingucken und dann standen die Schüler in Trauben und haben immer runtergeguckt und sich gefreut, was hier passiert. Wir haben diese langen Bänke an den Seiten gemacht. Die haben zwei Funktionen. Die sind einmal warm und sind gleichzeitig Teil der Lüftungsanlage. Wir haben uns mit der Farbgestaltung recht dezent bewegt, wollten aber wirklich so das Urlaubsfeeling. Also wir haben bewusst jetzt hier diesen gelben Boden genommen. Das sieht so ein bisschen aus wie Strand. Dieses Gebäude ist ein Gebäude aus den späten 60er Jahren. Ist gebaut mit Stahlbeton und Klinker. Die Decke haben wir sehr aufwendig Beton sanieren müssen. Die Feuchtigkeit, die hier im Raum herrscht, die greift eben auch Beton und Betonstahl insbesondere an. Wir haben die Decke dann grau gestrichen, sodass sie eigentlich wieder aussieht, als wäre sie Beton. Aber wie gesagt, da ist die Beschichtung drunter. Und wir haben ganz besonders für die Lehrer, damit es hier ein bisschen angenehmer ist, Schallschluckelemente untergebaut. Das sind abgependelte Elemente, die eben einen Großteil des Schalls rausnehmen. Wir haben das Schwimmbad natürlich an die neueste Technik angeschlossen. Das Gesundheitsamt der Stadt Düsseldorf war völlig begeistert von unserer modernen Wasserklärung, die wir eben hier haben. Man hat in den letzten Jahren festgestellt, dass Kinder immer weniger schwimmen können und immer weniger schwimmen gehen. Und deshalb ist es eigentlich sehr wichtig, dass Schulschwimmen angeboten wird. Und für diese Schule wäre es absolut gar nicht möglich gewesen, Schulschwimmen extern anzubieten, weil das nächste Schwimmbecken wäre nur mit Bus und Bahn erreichbar. Wäre sehr unbequem gewesen, besonders da man hier den Sport sehr hoch schreibt und das Teil des Unterrichtskonzeptes ist.